So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Das letzte Mal haben wir hier ein bisschen Scheiße im Goldsourcer gemacht. Und wir machen jetzt weiter. Ja, und ich will euch mein Secret zeigen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich werde jetzt nicht besonders viel Versuche daran verschwenden. Und zwar, wenn man immer wieder raus und rein geht. Kann auch sein, dass es jetzt noch nicht funktioniert, dass es erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Das ist gut möglich. Ja, und ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr, das auszuprobieren. Okay, dann lassen wir es doch. Ich habe übrigens gerade eben gegessen, bis vor ein paar Sekunden. Deswegen kann es sein, dass ich gleich nochmal aufstoßen muss, weil das muss ich immer, wenn ich gegessen habe. Ja, wir machen mal der Story weiter. Wir haben uns jetzt hier alles soweit angeguckt, haben ein bisschen Minispiele gemacht, ein bisschen Geld gewarnt. Und jetzt gehen wir in den Battle Square, denn hier geht die Story weiter. Hä? Tot. Was? Warum? Cloud, wohin gehst du? Oha. Hat Sephiroth das getan? Nein, er war es nicht. Auf die wurde ja geschossen. Sephiroth würde nie eine Pistole benutzen. Was ist denn passiert? Ein Mann mit einem Gewehr am Arm. Das kann nicht sein. Stehen bleiben und ganz ruhig. Habt ihr das angerichtet? Ich habe schon vergessen, wie ich ihn gesprochen habe. Nein, wir waren es nicht. Ich muss mich geirrt haben. Lauf schnell weg, jetzt wird's hässlich. Hey, hey. Ergreif sie. Boah, mir hängt ganz fest so ein Rülpser am Hals, das ist echt eklig. Hier ist Schluss, weiter kommst du nicht. Warte, hör doch. Cloud? Noch einmal. Ja. Hey, hey, pass auf. Das hört mich nicht an. Bezahl unten für dein Verbrechen. Mach schon. Ja. Auch schön. Gateway to Heaven. Vermutlich eine Anspielung an Stairway to Heaven, genau. Stairway to Heaven. Ein Lied von Led Zeppelin. Wow, mein Wissen, Alter. Geht's dir gut? Wo sind wir? Ein Wüstengefängnis. Gefängnis von Coral. Ein Wüstengefängnis? Jawohl, ein natürliches Gefängnis mitten in der Wüste. Ganz von Treibsand umgeben. Ich habe gehört, dass man nie wieder rauskommt, wenn man einmal drin ist. Aber es gab schon einen Ausbruch. Hey, Barrett. Oh mein Gott. Der läuft übrigens automatisch hin. Barrett? Hat er wirklich... Zurück! Das ist meine Aufgabe. Lass mich in Ruhe. Wow, das ist einer deiner Freunde? Der sieht ziemlich gefährlich aus. Cloud, was sollen wir tun? Barrett ist nicht mehr derselbe. Oh mein Gott! Wüstengefängnis. Ein interessanter Abschnitt. Auf den wurde auch geschossen. Wo ich jetzt am Überlegen bin, wo wir erst hingehen. Denn ich glaube, an jeder Ecke und Kante lauern hier Zufallskämpfe und auch noch sehr, sehr ätzende Zufallskämpfe. Weil Diebe da sind, die einen beklauen können. Ja, schön. Ich gehe da unten mal rein, ne? Das wird schon passen. Auch wenn hier unten meine ich nichts drin ist. Genau, jetzt einfach nur eine Truhe. Leer. Danke. Und ein paar Skelette. Ein paar Leute drin gestorben. Und ein Schwert steckt da auch noch in dem Körper drin. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. So. Bäm, bäm. So. Ich mache mich schon mal zum Fliehen bereit. Okay, das sind nicht die Gegner. Na dann. Feuer 2. Mal gucken, ob das effektiv ist. Ach so, ich habe... Okay, es ist noch gar nicht ausgerüstet. Ich habe ihn nicht ausgerüstet. Oh mein Gott, Selbstmord, das klingt... Okay, ich habe es geschafft. Alter, mit einem... Kate Fist hat gerade das erste Mal Schaden genommen und sofort den Limit Break gekriegt. Alter Schwede. Geil. Okay, Kate Fist im Kampf. So, dann müssen wir erstmal gucken. Zauber, Heilung, bam.
Materia. Hat denn noch wer Oh, ordnen! Mein Gott. Tauschen so. Hat noch irgendwer was ausgerüstet? Ja, Red, ne? Den nehmen wir jetzt auch mit. Also jetzt nehmen wir auch Kate Sith mit, wollte ich sagen. Wenn schon, denn schon, ne? Ja, Verwandlung ist halt so eine Substanz, ne? Die braucht keiner. Manipulation, die ist hingegen sehr, sehr geil. Die eine kann er noch tragen. Dann nehmen wir mal... Feintechnik? Das war die andere Feintechnik, ne? Moment, beide Fe... Keiner hat Feintechnik ausgerüstet. Bin ich kacke? Wieso hat keiner... Moment, Cloud hatte doch Feintechnik ausgerüstet. Ich habe die doch neulich erst benutzt. Warum? Habe ich hier irgendwie was kaputt gemacht? Oder habe ich ihm das gegeben irgendwie für irgendwas, was ich wieder vergessen habe? Ja, was ist jetzt die richtige Feindeskönnen, ne? Das ist wieder die Frage. Okay, ich habe die richtige genommen. So, dann gebe ich ihm nochmal... Keine Ahnung, Mann. Ist auch scheißegal, was der kriegt, ne? Erde und Feuer, dann gebe ich ihm, keine Ahnung. Kriegt er seine scheiß Verwandlung hier, ey. Kann er sie sonst wohin schieben? Moin! Hey, hey, willkommen im Gefängnis von Coral. Man sieht hier, es ist echt hart zu entkommen. Der Zaun ist quasi 30 Meter hoch. Es ist nicht möglich, hier rüber zu laufen. Wahrscheinlich ist das ein bisschen Shawshank Redemption-mäßig, dass man sofort hier alle ab... nee, Moment, ey. Jetzt wollte ich halt irgendwie Shawshank Redemption unterbringen. Das hat irgendwie keinen Sinn ergeben, habe ich gerade gemerkt. Sofort alle abgeballert werden, wenn es rausgeht. Leute, die den Film kennen, wissen vielleicht, was ich damit anspielen wollte. Da kann ich speichern, das ist eine schöne Sache. Für den Fall der Fälle. Ja, das sind die Gegner. Ja, okay. Machen wir mal Würfel auf den da. Ja, und Würfel ist ein interessantes Limit. Beziehungsweise allgemein hat Kate Sith ein sehr lustiges Limit. Oh, das ist nicht schlecht. Umso höher die Dinger, desto kräftiger der Schaden. Macht sogar Sinn. Na, überfallen. Was klaut er mir? Oh, ich... Ha, ich hab's nicht gesehen. Was gefährlich ist natürlich... Ja, er hat's geschafft. Scheiße. Jetzt entkommt er nämlich. Der Sack... Ach komm. Overkill. Jetzt hat er nämlich irgendwas geklaut. Ich habe keine Ahnung was. Und wir haben es immer und ewig verloren. Aber ich weiß nicht genau, was er klauen kann. Also er kann eigentlich nur Items klauen, die auch nicht angelegt sind. Das heißt hier so, ne? Irgendwie Materie oder so eine Kacke kann er nicht klauen, ne? Das wäre ganz schön übel. Ja, keine Ahnung, was er geklaut hat. Oh mein Gott. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ein Hacker. Na? Genau, der folgt mir jetzt. Da war ja was. Ich will dir was sagen, Neue. Diese Wüste ist die reinste Hölle. Ruckzuck und du bist mittendrin. Wenn du aber wieder raus willst, wird sie dich verschlingen. Ich hörte, dass nur wenige Enron sind. Am besten hält man sich gänzlich fern von ihr. Guter Tipp. Geht leider nicht. Bin jetzt leider irgendwie drin gelandet. Spielstand 3 unten. Seit 5 Leveln habe ich nicht mehr gespeichert. Geil. Oh mein Gott. Speicherdatei wurde lokal gespeichert. Wie bereits erwähnt, ein allgemeiner Tipp, lokal zu speichern, weil mit der Cloud, also mit dieser Cloud verbinden, ist einfach das Dümmste, wo gibt. Oh, Triple Kill. Weil der Speicher irgendwie ewig dauert. Planetenwächter, jawohl, geil. Moment, haben wir jetzt... Hab ich das richtig... Moment. Moment. Ich drücke immer Limit. Tatsächlich, wir haben Stufe 3, aber Stufe 2.2 noch nicht. Oh mein Gott. Das habe ich ja auch noch nie geschafft. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie geschafft. So, gut, dann müssen wir, das können wir noch nicht auswählen, weil wir müssen natürlich noch Stufe 2 komplettieren. Das dürfte aber auch nicht mehr lange dauern. Geil, dann habe ich Aerithon fast bald auf ihrer Limit-Ebene, auf ihrer letzten Limit-Ebene. Das ist sehr, sehr geil. Was wollte ich sagen? Nicht mal Cloud ist auf Level 3, Alter, krass. Kate Sith hat übrigens ein sehr spezielles Limit. Der hat nämlich insgesamt, haltet euch fest, nur 2 Limitstufen. Also wirklich, 2. Stufe 1 ist nur einer und bei Stufe 2 ist auch nur einer. Und zwar schaltet der Stufe 2 einfach, indem man ganz viele Gegner tötet. Warum sie das gemacht haben, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist es bei ihm so. Er hat nur insgesamt 2 Limitfähigkeiten. Ja. Ne, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Gibt noch einen Charakter, bei dem das ein bisschen spezieller ist.
bei, ach ja, also genau, bei einem Charakter. Ich muss gerade überlegen, wie das nochmal bei dem war. Ich habe mich wieder erinnert. Diese Typen lügen nur, alles lügen, nicht einer von ihnen sagt die Wahrheit. Liar! Du brauchst nur ein wenig mit ihnen zu reden und schon hast du genug von ihnen. Ja, okay. Hier ist es wie im Himmel. Hier ist es wie im Himmel. Hier ist es wie im Himmel. Okay, es sind wirklich Lügner. Leck mich am Arsch. La ja, la ja, la 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 la. Willst du am Schokorennen teilnehmen? Hä? Na klar bin ich dabei. Oh, der ist okay vom Boss der Region. Wer ist der Boss? Du weißt nicht mal das? Oh Mann. Interessant. So, jetzt gehe ich natürlich erstmal in die Bude rein. Und zwar am besten ohne den Typen da. Hab ich nicht gesagt, du sollst nicht hierher kommen. Halt, hör zu. Wir wollen mit dir reden. Du wirst kapieren, wenn du uns ausreden lässt. Ich wollte euch nicht, ich wollte nicht, dass jemand von euch mit reingezogen wird. Ja, das ist wieder mal typisch Cloud. Es ist zu gefährlich. Bla bla bla. Nun, wir stecken schon mittendrin. Wir sahen dich und Alten schnurstracks herbei. Komm schon, Barrett, erzähl uns, was hier abgeht. Hey, Leute. Ich habe gehört, dass ein Mann mit einem Gewehrarm für die Morde in der Kampfarena verantwortlich sei. Warst du das? Da ist noch ein anderer Mann, dem ein Gewehr in den Arm implantiert wurde. Das ist 4 Jahre her. Flashback. Was? Ich erinnere mich, ich war auf dem Weg nach Hause von meinem Reaktor, der im Bau war. Barrett, nein, nein, komm schnell, das Dorf wird angegriffen. Es sind Shinra-Soldaten. Was? Was zum Henker ist passiert? Vor allen Dingen, das haben sie vorher noch nicht gesehen, bevor Opa das gesagt hat. Bei dem ganzen Rauch. Egal. Hey Barrett, es ist noch nicht vorbei. Sie warten alle. Gehen wir zurück ins Dorf. Ich kann nicht lesen. Tut mir leid. Barrett, nein, schütz das Dorf. Nee. So muss er ja reden. Ah, alter Mann! Tanzt! Komm, Barrett, wir müssen uns beeilen. Barrett, du bleibst hier! Wenn du so siehst, kannst du den ganzen Tag schießen und nie treffen. Halt die Klappe! Hört auf rumzuspielen! Pass auf! Nein, halt aus! Hör zu, du gehst zurück zum Dorf, hörst du? Ja, ich lass nicht los. Du kommst zurück, alle warten auf dich. Elena und Marlene, alle warten auf uns. Seitdem konnte ich den rechten Arm nicht mehr benutzen. Ich war eine Weile deprimiert. Aber dann habe ich meinen künstlichen Arm weggeworfen und mir ein Gewehr einsetzen lassen. Hab einen neuen Arm, um Rache an Shinra zu nehmen, die alles wegnahm. Damals sagte der Arzt, dass noch ein Mann dieselbe Operation hatte wie ich. Aber bei ihm war es der linke Arm. Hm. Aber dein hätte die gleiche Verletzung wie du, oder? Hatte. Ja, das stimmt. Ihm hat Shinra auch betrogen. Er kämpft bestimmt mit uns gegen Shinra. Würde ich mich nicht drauf verlassen. Muss mich bei deinen entschuldigen, bevor ich in Frieden ruhen kann. Und deshalb muss ich alleine gehen. Mach, was du willst. Ist es das, was du hören wolltest? Ich kann dich nicht allein lassen. Falls du wegen mir stirbst, krieg ich Albträume. Barrett, das ist nicht das Ende. Wolltest du nicht den Planeten retten? Herrje, Tifa, das solltest du inzwischen wissen. Mir geht's auch nicht anders. Das ist einfach zu verstehen. Klingt nach dir, Barrett. Also, so sieht's aus, Barrett. Schätze, es werden Barrett, ich und... Aerith. Ja, wenn ne... Ich meine, sie ist schon Limit 3, ja, sie ist Healerin, das kann jetzt ruhig mal so bleiben. Ich habe sie ja gar nicht auf dem Team, die Aerith, ne? Sei vorsichtig. Achso, jetzt kann ich quasi nochmal wechseln. Komm, ich rede nochmal mit allen. Na, soll ich mitgehen? Nö! Die Sterne stehen günstig, alles im grünen Bereich. Ja, wenn du sagst. Und Yuffie, schön wie sie abseits steht.
Gut, ihr spielt die Helden, aber wenn man bedenkt, dass wir keine müde Mark dabei ausruhen, keine Ahnung, warum, die haben gar keine Mark in Final Fantasy, egal. Das Spiel stammt, als das Spiel veröffentlicht wurde, da gab es noch die Mark, ne, wollte ich nur mal sagen. Reichsmark, nee, deutsche Mark. Auch ganz lustig, ne, weil, Jaffi muss ja nicht im Team sein, zu dem Zeitpunkt, deswegen kann, steht sie da hinten in der Ecke. Macht Sinn, soll ich mir mal die Leiche angucken? Kann ich gar nicht. Die ist zu versteckt. Oh mein Gott. So, okay, wir könnten jetzt weitermachen. Die Sache ist die, dass ich das nicht will. Weil ich mal wieder nur Zeit habe für eine Folge. Und der nächste Abschnitt ist noch ein bisschen länger, von daher passt das super. Wenn ich jetzt da zum Ende der Folge da speichern könnte. Ich werde noch ein bisschen rumlaufen, ne? Ein bisschen hier diese Häuser angucken und dann passt das. Achso. Natürlich. Ich habe Barrett noch nicht ausgerüstet. Oh, danke. Gratis Heilung. Mach mal Selbstmord auf Aerith, dann kann ich nämlich Limit einsetzen. Okay. Halt uns ruhig des Todes, ist okay. Man kann es auch übertreiben. So, was haben wir denn hier unten zum Beispiel? Ne? Hier haben wir zum Beispiel ein wunderschönes Haus, ja, in das wir mal reinschauen können. Hier ist sogar eine Bar. Leck mich am Arsch. Ein neuer, dann schmeiß in Runde. Tja, so ist das hier. Kaufen? Nö. Einfach nö. Pass mal auf, ne? Ich habe eine Idee, was ich jetzt mache. Er hat zum Beispiel noch kein Accessoire. Ja, dann gebe ich mir mal einen weißen Umhang. Man kann ja die, Dinger... Doch, man kann sie wieder entfernen. Ich habe gelogen. Dann kann ich auch eigentlich mal alle neu verteilen, ne? Ach ja, eigentlich ist es doch scheißegal, was er hat. Auf jeden Fall gebe ich ihr Gemüt plus 10. Ihm gebe ich ihm mal das. Das ist ja im Grunde scheißegal. So, hat der noch irgendwie was Cooles? 4 Slots? Nee. Der hat noch ein Mithril-Armband, ey. Was ein Lappen das ist. So, warte mal, Material. Der ist Level 20. Ich muss ihn auf jeden Fall auch mal wieder mehr trainieren. Ordnen, tauschen. Kate Sis wird zu Barrett. Mit 4 Materia. Hm, geil. Tifa hat auch noch ein Mithril-Armband. Scheiße. Okay, ich glaube, ich werde, weil ich ja sowieso wenig Geld habe, ist jetzt gerade auch nicht so schlimm oder nicht so wichtig. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich, erinnere mich bitte dran, dass ich, was ist denn da mich dran? Das nehme ich ja eben voraus auf. Ich muss auf jeden Fall Barrett ausrüsten, weil vielleicht ein Solo-Kampf mit ihm ansteht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, das ist ja natürlich blöd, ne? Ifrit, Manipulation, Verwandlung, Erde. Die alle drei brauche ich auch nicht. Das passt ja dann eigentlich, ne? Hitze auf alle, Schutz. Raub, ja, kann man erstmal stehen lassen, denke ich. Dann kann ich die auch wieder wegmachen. Dann kann ich nämlich später nochmal... Ich werde, sobald ich in der nächsten großen Stadt bin, werde ich meinen Einkaufsbummel machen, hier mit neuen Items für alle. Ja, ich hoffe, ich habe dann genug Geld. Passt schon. So, warte mal, ordnen, ordnen, so. Das haben wir auch mal geordnet hier. Bip. Schön, nicht wahr? Finde ich auch. So, was wollte ich jetzt noch machen? Achso, ich wollte mal kurz die Objekte durchgucken. Was ich hier so alles habe. Habe ich eine bessere Waffe für ihn? Ja. Einfach ja. Dann gebe ich ihm nochmal... Keine Ahnung. Am besten irgendwas Passives oder vielleicht doch was Aktives. Manipulation, so. Passt schon. Okay. Dann kann ich jetzt nämlich so... Aber weil es aufhalten, dann kann ich mir ein bisschen Sachen verkaufen, wollte ich sagen. So, das kann weg. Sternamulett behalte ich. 4 Slots kann weg. Mithril-Armband kann weg. Peacemaker bleibt da. Windklinge bleibt nochmal da. Sturmgewehr kann weg. Mithril-Clip. Weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Ach, ist da was? Das mache ich später. Ich mache es später. Das macht jetzt eh keinen Sinn, weil ich werde dann nochmal einen schönen Einkaufsbummel machen und dann mal wirklich gucken, ne? Was ich brauche, was ich nicht brauche. Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Kann ich mit dir nicht sprechen? Fiese Sache. Okay. Gucken wir mal. So, in der Bude waren wir gerade drin. Ich glaube, hier unten, das ist noch weniger relevant gerade. Weniger interessant vor allen Dingen. Neue, dann macht er eine Aufwartung bei Mr. Coates. Was für ein Ding. Schon wieder? Ihr seid aber förmlich. Hä? Ist egal. Später. Ich finde die Musik übrigens sehr schön. So, was steht da? Shinra... Dick, nee, Pick, nee, Rick, nee, keine Ahnung.
10, 411 und 1. 104.111, keine Ahnung. Ja, ne? Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, ich hab's gefallen. Wir sind hier im Wüstengefängnis, ja. Da links steht Gold Saucer, sehe ich gerade, ganz verpixelt. Und mal sehen, wie wir hier wieder rauskommen. Spoiler, wir werden wieder rauskommen. Bis dann. Tschüss.